So, wie eingangs bei der Tagesordnung festgelegt, ist als nächster Punkt aufzurufen der Tagesordnungspunkt 11, Zusammenfassung der Eigenbetriebe städtischen Krankenhäuser. Und da muss ich mal... Gibt es einen Änderungsantrag CDU-Fraktion, den bitte ich zunächst einzubringen. Und wir beginnen dann in der Fraktionsrunde. Es wäre als erstes FDP-Fraktion an der Reihe. Ich hatte um Einbringung gebeten mit der Erklärung, was das mit der Petition auf sich hat. Ich persönlich habe schon was, aber vielleicht könnte es für alle nochmal erklärt werden. Einbringung war jetzt bei mir nie angekommen, dann machen wir es nochmal. Machen Sie es, Kollege Feuern? Oder ist das... Also ich kann gerne die Vorlage im Allgemeinen einbringen. Was Sie jetzt genau mit Petition meinen, müssten Sie insofern erklären. Also das haben wir Stadträte auch heute Mittag aus dem Fach gehabt, dass dort 13% der Pflegekräfte eine Petition da losgelassen haben. Den Inhalt war nicht so richtig zu erkennen. Ist das Ihnen allen nie bekannt? Ne? Und was es damit auf sich hatte und die Problematik um diese dort? Möglicherweise dient der Sache insgesamt einige Eckpunkte zur Vorlage zu benennen. Wir befinden uns heute bei der Diskussion und dann Beschlussfassung über den Schlusspunkt eines Prozesses, den Sie bzw. Ihre Vorgängerinnen und Vorgänger im Stadtrat im Frühjahr 2012 auf den Weg gebracht haben, um in Auswertung der Erkenntnisse aus dem Bürgerentscheid das Ziel der Herstellung einer einheitlichen Leitungsstruktur aufgenommen haben und als ersten Schritt im Frühjahr 2012 in der Leitungsstruktur auf der Verwaltungsebene einen Verwaltungsdirektor im Ergebnis installiert haben, der für beide Eigenbetriebe jeweils Eigenbetriebsleiter im Sinne des Eigenbetriebsrechts auch ist. Wir haben in einer regelmäßigen Berichterstattung im zuständigen Fachausschuss und auch in der einen oder anderen Debatte hier im Stadtrat über weitere Fortschritte der Nutzung von Synergieeffekten zwischen beiden Häusern und unter Zusammenlegung administrativer Prozesse, also als Stichwort gemeinsame Ausschreibung, gemeinsamer Energieeinkauf. Wir hatten bereits vorher eine einheitliche Krankenhausapotheke gemacht. Hatten wir auch einige Dinge im Rahmen eines medizinischen Zukunftskonzeptes auf den Weg gebracht. Und es war in diesem Prozess deutlich geworden, dass ein weiterer Schritt die Fusion der beiden Eigenbetriebe zu einem einheitlichen Eigenbetrieb auch ist. Hierzu ist über die Berichterstattung der jeweiligen Projektfortschritte immer auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses von 2012 und einer damaligen Begutachtung und einer Begleitung des Prozesses auch durch die Firma BHP letztendlich ein Prozess entstanden, der sicherlich etwas länger gedauert hat, als einige von Ihnen es sich gewünscht hat und länger gedauert hat, als auch ich es gewünscht hat, aber immerhin ein Prozess, der in einer sehr kontinuierlichen Art und Weise inzwischen nach meiner Wahrnehmung einen sehr breiten Konsens, nicht nur so wie ich ihn wahrnehme, unter den Stadtratsfraktionen, sondern auch einen sehr breiten Konsens innerhalb der Belegschaft erreicht hat. Parallel zu der Vorlage, wie sie heute dort liegt, laufen bereits auch die Gespräche, die mein Kollege Dr. Lammes auch leitet, zur Verhandlung mit den Tarifpartnern und den Arbeitnehmervertretungen in den Häusern zur Vorbereitung einer Prozessvereinbarung, die ihren Gegenstand eines weiteren Stadtratsbeschlusses sein soll. Es zeichnet sich insgesamt ab,
dass wir ja auch über verschiedene Details wie den Zeitpunkt und auch weitere Zusammenführung von Leitungsebenen inzwischen einen großen Konsens haben. Und das, was jetzt bei Ihnen offenbar schriftlich auch nochmal eingegangen ist, ist ja ein Thema, was der federführende Betriebsausschuss für die Krankenhäuser schon aufgegriffen hat. Es ist nach meiner Wahrnehmung ein größerer Dissenspunkt dort insgesamt in dem Thema. Der Dissenspunkt besteht in der Frage, ob die Pflegedienstleitung weiterhin auf einer ersten Leitungsebene oder auf einer zweiten Leitungsebene installiert werden soll. Ganz klar ist, dass nach Krankenhausrecht eine Dreierleitung vorhanden sein muss, also zwischen dem kaufmännischen Direktor, dem dann neu benannten medizinischen Direktor und einer Pflegedienstleitung. Dies ist ein Modell, was, wie gesagt, nach sächsischem Krankenhausrecht unabdingbar ist. Dieses Modell entspricht auch dem, was in der Verwaltungsvorlage drin ist. Ist im Übrigen ein Modell, was sich gar nicht nach so ganz fremden Kriterien gebildet hat, sondern wir einfach uns erfolgreiche Modelle in unserer unmittelbaren Nachbarschaft angeschaut haben. Und da wir im Laufe des Prozesses das eine oder andere Mal ein wenig kritisch, manchmal auch ein wenig neidisch auf die Uniklinik geschaut haben, haben wir einfach gesehen, mit welchem Modell wir dort gearbeitet. Dort gibt es eine Dreierleitung auf der zweiten Ebene, auf der ersten Unternehmensebene gibt es eben den kaufmännischen und medizinischen Direktor. Ist also ein Thema, was durch den Beschluss des federführenden Ausschusses bereits aufgegriffen worden ist. In diesem Beschluss gibt es also eine Änderung zur Verwaltungsvorlage. Zu diesem Beschluss gibt es jetzt einen weiteren nochmal Änderungsantrag der CDU-Fraktion. Und ich weiß nicht genau, welche verschiedenen Interessenträgern sich jetzt an Sie gewandt haben. Ich weiß jedenfalls, dass es verschiedene Meinungskundgaben zu dieser Frage, auf welcher Ebene wir die Pflegedienstleitung gibt. Ich bin gemeinsam mit Herrn Richter als Verwaltungsdirektor ja auch beim Gesamtpersonalrat gewesen und Frau Leiteritz, wir haben ja in der umfassenden Diskussion die verschiedenen Varianten durchleuchtet. Ich will an der Stelle, um auch zum Schluss zu kommen, nochmal deutlich machen, dass die Verwaltungsvorlage den Bereich Pflege nicht auf der gleichen ersten Entscheidungsebene wie den medizinischen und den kaufmännischen Direktor ansiedelt, hat nichts damit zu tun, dass wir in irgendeiner Weise die Leistung des Pflegepersonals geringschätzen. Nach meiner festen Überzeugung ist es nicht unbedingt unsere moderne Geräteausstattung oder unsere schöne Lage und nicht unbedingt der Ruf eines einzelnen Chefarztes, sondern es ist die Leistung der Belegschaft insgesamt. Und es ist natürlich ganz klar, dass in einem Krankenhaus das Pflegekorps die tragende Säule dieser medizinisch-pflegerischen Leistung auch ist. Insofern besteht jetzt neben der Abstimmung der Vorlage insgesamt hier noch die Notwendigkeit, diese Meinungsbildung zu vollziehen. Wie gesagt, in der Verwaltungsvorlage haben wir einen Vorschlag dazu gemacht. Soweit zunächst zur Einbringung. Vielen Dank. So, jetzt wird Einbringung des CDU-Änderungsantrages gewünscht. Bitte schön, Frau Mayberg. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, nun endlich liegt uns die Vorlage der Zusammenlegung beider Häuser vor und das ist gut und richtig so. Und nun heißt es ambitioniert arbeiten und ohne Zeitverzögerung die Dinge angehen. Der Ursprungsvorlage hätten wir ohne weiteres zustimmen können und durch den Änderungsantrag der Linken sahen wir uns veranlasst, ebenfalls einen Änderungsantrag einzubringen. Dass die Position eines Pflegedirektors ausgeschrieben werden soll oder muss, fand breiten Konsens und da waren wir natürlich auch rundherum einverstanden. Anders verhält es sich mit der Position bzw. der Stellung eines Pflegedirektors. Es wird einen ärztlichen und einen kaufmännischen Direktor geben in der sogenannten ersten Leitungsebene. Beide werden die Klinik leiten und vorwiegend administrative Aufgaben wahrnehmen, so wie es in einem modernen Unternehmen, was ja ein Krankenhaus ist, wenn es auch etwas komisch klingt, aber es muss modern und zukunftsträchtig arbeiten, effektiv, leistungsstark und mit kurzen Wegen. Der Pflegedirektor, das muss man an der Stelle vielleicht auch noch mal sagen, der Pflegedirektor
ist keine Vertretung der Belegschaft, also keine Interessenvertretung. Er hat die Pflege wirtschaftlich zu koordinieren. Natürlich ist politisches Kalkül per se nichts Schlimmes oder Verwerfliches. Wenn jedoch der kaufmännische und beide ärztliche Direktoren, also durchaus fachkompetente Kollegen, diesen vorgeschlagenen Weg, wie wir ihn in der Vorlage lesen können, für richtig erachten, dann ist im Ausschuss auch sehr plausibel begründet worden, warum es so sein sollte, dann sollte doch einfach auch mal Kompetenz vor politischen Befindlichkeiten eine Rolle spielen. Genau das ist die Krux an dieser Rechtsform. Die gefällige Politik steht über der Fachkompetenz. Da die Position des Pflegedirektors in das Direktorium integriert ist, sollten Sie, liebe Kollegen, Ihre Haltung bitte nochmals überdenken und unserem Änderungsantrag, der Ihnen vorliegt, zustimmen. Beide Pflegedienstleiterinnen tun übrigens nach wie vor ihren Dienst. Also sie sind nach wie vor da und sie werden auch da bleiben. Übrigens, wirtschaftlich ist Ihre Variante keinesfalls. Wenn man sich das mal genau betrachtet, wir haben zwei Pflegedienstleiterinnen, dann kommt ein Pflegedienstleiter eventuell sogar noch in die erste Leitungsebene. Also wie gesagt, wirtschaftlich ist anders. Aber sei es drum, Wirtschaftlichkeit war für Sie ja noch nie ein wirkliches Argument. Heute treffen Sie Entscheidungen und machen Politik für die Galerie. Kurzfristig bekommen Sie dafür bestimmt Applaus, keine Frage. Auf lange Sicht werden Sie damit keine Erfolge erzielen. Dankeschön. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. FDP, Freie Bürger, das Wort gewünscht? Nein. Dann AfD-Fraktion, Herr Gielke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Wir beschließen hier den Zusammenschluss zweier Krankenhäuser. Das soll aber keine Schließung oder Übernahme eines der beiden Häuser werden, sondern eine organisatorische Zusammenfassung. Hierbei ist es ungemein wichtig, dass die Qualität der medizinischen Behandlung keinen Schaden nimmt, sodass die besondere Vorsicht bei der Umsetzung walten lassen müssen. Lassen Sie mich die Vorteile und Ziele betonen. Synergieeffekte zum Wohle der Patienten, Optimierung medizinischer Prozesse, Kosteneinsparungen durch Verschlankung des sogenannten Wasserkopfes und Budgetumverteilung, Ausnutzung von Skaleneffekten und Know-how, Wettbewerb und Sicherung der Zukunftsfähigkeit, Schaffung von Versetzungsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Erhöhung der Bildungschancen für Azubis. Diese Vorteile stehen aus meiner Sicht nur einem Nachteil entgegen, und zwar die Verlängerung der Dienstwege. Darum, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns dennoch diesen wichtigen Schritt beschließen und natürlich weiterhin im Ausschuss ein Auge auf die Entwicklung haben. Nur noch ein Wort zu dem Änderungsantrag der CDU-Fraktion. Vom Grundsatz her verstehe ich diesen sehr gut. Allerdings, wenn man moderne Unternehmen sich anschaut, man hat eine Spitze oder man hat vielleicht eine Dreierspitze, aber Zweier ist allein da schon etwas schwierig. Und zum anderen, wenn wir das Pflegestärkungsgesetz uns anschauen, ist es durchaus vernünftig und auch angesagt, hier einen Pflegedienstdirektor zu haben, langfristig, und zwar in der ersten Ebene. Vielen Dank. Wird CDU nochmal das Wort gewünscht? Dann wäre Linke, Herr Matthies. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich muss an einer Stelle dem geschätzten ersten Bürgermeister Sittel widersprechen, wenn er sagt, es ist heute ein Schlusspunkt eines Prozesses. Der Schlusspunkt ist es mitnichten, es ist ein weiterer Schritt. Es wird im nächsten halben Jahr noch allerhand zu tun sein. Ich komme darauf nochmal zurück. Die Linke hat von vornherein für eine mögliche Fusion der beiden Eigenbetriebe Dresden-Neustadt und Dresden-Friedrichstadt 4 Bedingungen gestellt. Ich möchte sie noch mal nennen. Die erste Bedingung ist,
egal in welcher Form, die Krankenhäuser sind in allererster Linie da, die bestmögliche gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung in Dresden zu schaffen. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie jetzt schwarze Zahlen schreiben, aber die Krankenhäuser haben nicht zuerst die Aufgabe, Geld für die Stadt zu erwirtschaften. Das möchte ich wirklich ganz deutlich sagen, auch weil das hier nochmal angesprochen worden ist. Das Zweite ist unsere zweite Bedingung, die Standorte bleiben erhalten. Friedrichstadt, Trachau, Löbtau und Weißer Hirsch. Alle Standorte bleiben erhalten. Die dritte Bedingung, es wird eine Prozessvereinbarung abgeschlossen zwischen der Krankenhausleitung, der Stadtspitze und den Gewerkschaften und Personalräten. Das ist sozusagen eine grundlegende Bedingung. Und ehe diese Prozessvereinbarung nicht abgeschlossen ist, ist auch für uns dieser Prozess nicht abgeschlossen. So steht es auch drinne. Und wir nehmen das sehr ernst. Und die vierte und zentrale Bedingung ist, die Krankenhäuser bleiben Eigenbetrieb der Stadt Dresden, dann künftig ein gemeinsamer Eigenbetrieb. Diese vier Prämissen können mit diesem Weg jetzt erfüllt werden. Wie gesagt, es ist noch nicht abgeschlossen, aber es ist auf einem guten Weg. Und nun zu den Dingen, die da strittig sind. Wie soll die Leitung aussehen, die Krankenhausleitung? Das gebe ich zunächst mal zu, habe ich mich schwer getan mit einem hauptamtlichen medizinischen Direktor. Haben wir bisher nicht gebraucht. Ich fand das immer schwierig, vor allen Dingen aus folgendem Grund. Wenn wir einen ärztlichen oder medizinischen Direktor haben wollen, der von den Chefärzten akzeptiert und anerkannt wird, dann muss es ein gestandener Mediziner mit vielen medizinischen Meriten sein, sage ich mal ganz deutlich. Gleichzeitig brauchen wir ihn aber nicht am OP-Tisch oder im anderen unmittelbaren ärztlichen Versorgungsbereich, sondern wir brauchen ihn eigentlich als Manager, als Lobbyist des Krankenhauses, als Netzwerker oder was auch immer. Ich habe mich überzeugen lassen davon, dass das sinnvoll ist, aber es ist eine schwere Entscheidung. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, Pflegedirektion. Hier wird immer so getan, als sei die Pflege gewissermaßen das Anhängsel der ärztlichen Versorgung. Und deshalb könne auch der ärztliche oder medizinische Direktor das bisschen Pflege gleich mitmachen. Es geht nicht darum, dass der Pflegedirektor jetzt ein Vertreter des Personals sei, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass Pflege ein sehr komplexer, sozusagen sehr komplexer Prozess ist, der sozusagen auch eigenes Fachwissen braucht. Und es gibt, Entschuldigung, Leute, die genau dieses Fachwissen im weit höheren Maße haben, als es viele durchaus verdiente Ärzte haben. Und deshalb wollen wir das Fachwissen der Pflege genau in die erste Leitungsebene holen. Das ist der eigentliche Ansatz und dazu bekennen wir uns und darum werden wir natürlich auch den CDU-Änderungsantrag ablehnen. Da ich jetzt noch eine Minute habe, möchte ich doch noch etwas sagen zu der Prozessvereinbarung. Ich erwähnte es, es ist für uns nicht nur sozusagen ein Alibi, sondern es ist eine ganz zentrale Sache. Und ich sage mal, wir bewerten auch sehr deutlich die Dinge, die da drin stehen im Gesamtkomplex. Ich weiß, da laufen gegenwärtig Verhandlungen. Ich will jetzt hier auch nicht in Verhandlungsprozesse eingreifen, aber ich gebe auch zu, dass da manches, was da von Seiten der Landeshauptstadt vorgetragen wird, mir sehr befremdlich erscheint. An einer Stelle möchte ich eine kleine Änderung vorschlagen und das ist in dem Punkt der Prozessvereinbarung. Ich habe jetzt mit verschiedenen Leuten gesprochen. Die Änderung ist jetzt nicht substanziell, sondern beruht offensichtlich tatsächlich auf einen redaktionellen Fehler. Zumindest ist mir das von allen Seiten bestätigt worden. Wir haben in dem Punkt der Prozessvereinbarung bisher nur die Gewerkschaften enthalten. Wir haben die Personalräte vergessen und ich würde darum bitten, dort ein Komma einzufügen und die Personalräte ausdrücklich mit zu erwähnen. Dankeschön. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Hinz. Ich muss mal sehen, dass ich das ein Stück runter. Ah, es geht.
Können Sie den Bildschirm mal aufmachen? So. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, es war ja heute schon mal eine denkwürdige Veranstaltung, dass wir die Königsbrücke heute endlich beschlossen haben. Aber es ist, glaube ich, auch heute ein denkwürdiger Tag für die städtischen Krankenhäuser. Denn wir treffen heute eine Grundsatzentscheidung über die Zukunft der Eigenbetriebe. So sollen zum 1. Januar 2017 zu einem Eigenbetrieb zusammengefasst werden. Der heutige Beschluss ist die Voraussetzung für die nötigen Abstimmungen mit den Staatsministerien für Soziales als Krankenhausplanungsbehörde und den Krankenkassen als Kostenträgern. Die Kolleginnen und Kollegen, die schon längere Zeit dem Stadtrat angehören, wissen ein Lied davon zu singen, wie viele Sitzungen, Kämpfe und auch Streit es in den Jahren gegeben hat, einschließlich des Bürgerentscheides, bis wir heute diese Entscheidung treffen können. Die Krankenhäuser haben sich vor kurzem ja immer noch als Konkurrenten betrachtet. Der erste wichtige Schritt, um denen abzuhelfen, war die Einsetzung eines gemeinsamen Verwaltungsdirektors. Mit Herrn Richter haben wir die Vertrauensperson gefunden, die alle Mitarbeiter auf dem Weg der Konsolidierung und der Fortführung des Zukunftskonzeptes mitgenommen und vor allem Vertrauen aufgebaut hat. Und dieses Vertrauen muss auch in Zukunft tragen. Deshalb ist es uns Grünen, wie auch einigen anderen Fraktionen, wichtig, in der ersten beschließenden Leitungsebene neben einem hauptamtlichen medizinischen Direktor oder einer Direktorin, dem hauptamtlichen kaufmännischen Direktor, der ja gleichzeitig erster Betriebsleiter ist, auch eine hauptamtliche Pflegedirektorin oder einen Pflegedirektor zu installieren. Diese Entscheidung wird das Vertrauen in der Belegschaft stärken. Und bei ca. 3000 Mitarbeitern ist das eminent wichtig, zumal gutes Pflegepersonal mittlerweile rar wird. Und alle ärztliche Kunst, das wissen Sie alle, fruchtet wenig ohne ausgezeichnete Pflege. Sicher wäre es auch möglich gewesen, wie in der Verwaltungsvorlage vorgeschlagen, die Pflegeleitung in der zweiten, der beratenden Ebene anzusiedeln. Das gibt es ja in einigen Krankenhäusern mit mehr oder weniger Erfolg. Aber wäre es in unserem Fall sinnvoll gewesen? Wir glauben nein. Siehe mühsam aufgebautes Vertrauen. Wir wollen alle auf diesem Weg der Konsolidierung und der Zusammenführung mitnehmen. Wenn dazu nun noch die Prozessvereinbarung zwischen den Gewerkschaften Verdi, Marburger Bund und der Landeshauptstadt Dresden zügig abgeschlossen werden kann, Herr Mattes sagte es schon, es laufen ja bereits Verhandlungen, um die personalrechtlichen Belange zu regeln, dann können wir im Herbst den Zusammenfassungsbeschluss absegnen. Und am 01.01.2017 das neue städtische Klinikum Dresden als eines unter den 10 größten Krankenhäusern Deutschlands aus der Taufe heben. Das wird in Zukunft der medizinischen Qualität zugutekommen und auch die betriebswirtschaftlichen Parameter können weiter optimiert werden, um so im Konkurrenzkampf gut bestehen zu können. Ich bitte Sie also, ich werbe um die dritte Pflegedirektor in der ersten beschließenden Ebene. Danke. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde SPD-Fraktion, Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Vorlage befasst sich mit einem sperrigen Titel: Fusion von Krankenhäusern,
Da fragt man sich als normaler Bürger, ja, was betrifft mich das jetzt eigentlich? Ein Blick zurück, 2011, das ist jetzt 5 Jahre her, gab es eine ähnliche Diskussion. Damals ging es darum, ein Bürgerentscheid, ja oder nein, zur Zukunft der Krankenhäuser. Wir, das waren damals die SPD und die Linken, sahen uns einer großen Phalanx von Liberalen gegenüber, von Neoliberalen, die alle erklärten, erstens, das ist kein Thema, das man mit einem Bürgerentscheid klären kann. Und es ist ein Thema, wo man in erster Linie doch über wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Krankenhäuser reden müsste. Das Ergebnis war eindeutig, weil die Bürger zwar auf die formale Frage nach der Form der Krankenhäuser, nämlich nach dem Eigenbetrieb, gefragt wurden, aber die Antwort, die sie gegeben haben, war eigentlich eine eindeutige. Was wir nicht wollen als Dresdnerinnen und Dresdner ist, dass Krankenhäuser zu kommerziellen Anstalten werden, dass Gesundheit zu Produkt wird und dass am Ende der Mensch verschwindet hinter dem, was dann als wirtschaftliche Rahmenbedingungen definiert wird. Genau diese Frage muss man sich auch heute stellen. Was interessiert einen normalen Dresdner, ob jetzt diese 2 Krankenhäuser fusionieren oder nicht? Ich glaube, die Antwort, die wir geben müssen, ist, das ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, den wir eingeleitet haben mit dem Bürgerentscheid und den wir konsequent weitergehen, dass wir nämlich aus der Sicht der Betroffenen gucken, was wollen die? Und die wollen eben bestmögliche Versorgung in Dresden, aber sie wollen nicht degradiert werden zu einem Stück Ware, was in irgendeinem Verwertungsprozess dann Erträge bringt. Und deswegen ist es zwar richtig, heute über eine Fusion zu sprechen, aber die entscheidende Frage ist am Ende für den betroffenen kranken Menschen nicht, gibt es ein Krankenhaus oder gibt es 2 Krankenhäuser, sondern der möchte wissen, kann ich mich auch in diesem Jahr, in 2 Jahren und in 3 Jahren darauf verlassen, dass ich hier, wenn ich krank werde, vernünftig behandelt werde. Diese Antwort können wir aus der Sicht unserer Fraktion mit Ja beantworten, weil wir nämlich, und damit schließe ich den Kreis, 2011 die richtigen Weichen gestellt haben und deswegen rollt der Zug jetzt in die richtige Richtung und wir werden weiterhin vorne in der Lokomotive sitzen bei diesem Zug und nicht in den Waggons und werden den Kurs mit bestimmen und ich denke, das ist in diesem Falle auch sehr gut so. Vielen Dank. Herr Dr. Deppe. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte schon kurz die Gelegenheit ergreifen und auf 2 Beiträge noch mal eingehen. Zunächst zu Ihnen, Frau Malberg. Also ich denke, es kann nicht so stehen bleiben, dass Sie hier von gefälliger Politik steht über Fachkompetenz reden, wenn wir auf der ersten Leitungsebene eine Pflegedirektorin einrichten wollen. Was sagen Sie denn damit? Damit sagen Sie, dass eine Pflegedirektorin oder ein Pflegedirektor keine Fachkompetenz in diese Leitungsebene einbringt. Es geht uns aber vor allen Dingen darum, dass eben auf dieser Leitungsebene in dem schwierigen Prozess des Zusammenwachsens dieser beiden Krankenhäuser möglichst viel Fachkompetenz versammelt ist. Und dieses kann eben durch die Installation einer Pflegedirektorin, eines Pflegedirektors sehr wohl erreicht werden. Viele große Unternehmen funktionieren nach dem Prinzip kaufmännischer Direktor, technischer Direktor, Arbeitsdirektor. Und dieses Modell steht auch dahinter, wenn wir eben auf dieser Leitungsebene eine Pflegedirektorin installieren wollen. Das ist keine Politik für die Galerie und es ist keine Politik, die Fachkompetenz in Frage stellt. Und es ist, denke ich, ein Krankenhaus lebt vor allen Dingen von den dort Beschäftigten. Und die dort Beschäftigten kommen eben vor allen Dingen aus dem Bereich der Pflege. Und von daher ist es nur gut und richtig, wenn diese größte Berufsgruppe
nicht im Sinne eines Betriebsrats, eines Personalrats auf dieser Ebene vertreten ist, sondern durch ihre ganz besondere Fachkompetenz, die in der Betreuung von kranken Menschen sehr wichtig ist. Ne? Es geht nicht nur um fachlich-medizinisch-ärztliche Kompetenz, sondern es geht eben auch um diese besondere Kompetenz in der Betreuung. Das sollten Sie bedenken und von daher kann ich nur noch dafür werben, dass wir diese besondere Kompetenz auch auf der ersten Leitungsebene herstellen. Und nun doch noch eine kurze Bemerkung zu Ihnen, Herr Blümel. Also Sie erwecken hier nun geradezu den Eindruck, als wenn bei diesem Bürgerentscheid, den Sie gewonnen haben, das konzidieren wir ja auch gerne, als wenn es darum gegangen wäre, monetäre Medizin gegen menschliche Medizin zu setzen. Das ist schlichtweg falsch. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle klar sagen, dass wir nach der Entscheidung, die die Bürger getroffen haben, in jeder Phase dieses Prozesses mitgemacht haben an der Entwicklung eines leistungsfähigen städtischen Klinikums und dass wir diesen Fusionsprozess daher eben auch aus ganzer Überzeugung und auch von ganzem Herzen mittragen. Nur eins möchten wir auch. Wir wollen schon, dass am Ende eben eine schwarze Null dasteht und nicht chronisch defizitäre Krankenhäuser, die den Haushalt dieser Stadt belasten. Und dass das funktioniert und dass das geht, das sehen wir ja jetzt auch. Denn dieser Prozess, der in Gang gekommen ist und eben auch großenteils mit unserer Mitwirkung in Gang gekommen ist, der führt jetzt genau zu diesem Ergebnis, dass wir eine schwarze Null haben und das soll auch so bleiben. Danke. So, meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegt mir nicht vor. Dann kommen wir zur Abstimmung. Zwei Anträge liegen mir vor, einmal im Punkt 2 von der CDU und einmal im Punkt 3, den vor uns Herr Mattis eingebracht hat. Wer dem Änderungsantrag im Punkt 2 von der CDU-Fraktion eingebracht folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Das ist die überwältigende Mehrheit, das brauchen wir nie auszählen. Dann kommen wir zum Punkt 3. Da gibt es den Änderungsantrag nach Gewerkschaft Verti, den Personalrat zu ergänzen. Personalräten. Den bitte ich jetzt um das Handzeichen, wer dem folgen möchte. Gegenstimmen. Ersteres war die deutliche Mehrheit, damit wäre das auch aufgenommen. Und wir würden über den so geänderten Vorlage jetzt Schluss abstimmen. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltungen. Dann einstimmig mit 66 Ja-Stimmen.